Die ist Futter, da sind auch schon wieder hinten welche. Ah, die sind hier irgendwie. Da haben wir so ein paar. Die Sachen können wir übrigens ganz toll verticken an den krummen Otto. Der hat lauter so Scheiß. Ich weiß nicht. Also der ist auch ein bisschen. Der ist auch ein bisschen sick. Also der hat halt. Habe ich euch ja. Also erinnert ihr euch? Da gab es ja diesen. Da hab ich. Da gibt es ja diesen. Ein bisschen seltsamen Händler in der Grafenstadt, der so ein bisschen an der Ecke sitzt. Oha. Spinnengift. Oh je. Der Kleine hat keine Bolzen mehr. Ich dachte, das hält noch eine Weile vor. Oh, das. Wo haben wir das denn her? Ich hab schon alles vergessen. Ich habe noch 20 Schuss, dann ist ja Schluss, Leute. Okay, gut zu wissen. Kleine wird doch noch zum Nahkämpfer. Lololol, da war ich wohl ein bisschen zu optimistisch. Och, 90, das geht doch noch. Ich weiß nicht, wie viel wir hatten, als wir hier rein sind. Aber das mit der Muni, das vergesse ich gern. Ich bin sowieso super vergesslich, falls es jetzt nicht total schon total offensichtlich ist, weil ich überhaupt mich dran gewöhnen musste, was ich überhaupt mache. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, die Aufnahme einzuschalten oder sowas. Ich habe vergessen, eine Probe zu machen. Das habe ich vergessen. Aber, weiß nicht. Das habe ich übersehen, das Tierchen. Guck mal. Eine versteckte Spinne. Shit, ey. Das ist krasses Gift, weil. Weil Vorgrim schon diese Sachen, dieses Ardo, ich komme. Sagt er eigentlich nur, wenn er stirbt. Also wenn er wirklich, wenn seine Lebensenergie auf Null ist und man quasi dann nur ja, er diese ganz schweren Wunden hat, die Leute kampfunfähig sind, so diesen Dings, dann. Oh, shit. Ich sehe gar nicht auf der Karte. Ich muss mal gucken, wie es bei meinem jetzt aussieht. 17, okay. Hat bisher nur 3 verschossen, 3, 4, das passt. Lass ihn jetzt auch mal nah kämpfen. Was wollte ich ja genau? Das sagt Vorgrim eigentlich, wenn er stirbt. Von dem her, wenn er das wirklich sagt, wenn diese Spinne ihn vergiftet, das ist schon ein bisschen krass, dann ist das, glaube ich, krasses Gift. Smaragdspinne. Tote kleine Smaragdspinne. Hallo, tote kleine Smaragdspinne. Sorry. Aber es ist schon ein bisschen komisch, das alles. Und was machst du so am Sonntag? Hoch, ich dachte, ich gehe mal ein paar Riesenspinnen ausweiden. Und du so? Was? Ja, ist doch. Gibt doch einfach nichts Besseres, als bis zum Ellenbogen in Spinneneingeweiden zu stecken, oder? Ha. Dieses Gefühl, wenn du ganz genüsslich die Seidendrüse aus dem Fleisch löst. Ja. Da haben wir es. Meiner vorweg hier, was geht? Also, man kann ja über meinen echt viel sagen oder bisschen sich abfällig über seine Kampffertigkeiten äußern. Aber mutig ist er hier. Der Erste, der losrennt. Und so schlecht war er dann auch gar nicht. Also, die Achse ist ja auch gar nicht so schlecht. So ein Skraja kann man nicht meckern. Ein W plus 3. Und da ein Zwerg ist, ist seine Körperkraft jetzt auch nicht die schlimmste. Hallo, kleine Spinne, willst du spielen? Ich weiß nicht, warum mich das verleitet, diese komische Stimme zu machen. Ich mag Spinnen tatsächlich. Ja, diejenigen, die sagen, ich mag keine Spinnen, aber die hier gehen noch. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund schon seht. Aber die gehen nicht mehr. Okay, ich schalte die wieder auf defensiv. Ich möchte nicht, dass die. Ah, Mist, das hätte ich vielleicht vormachen sollen. Ich möchte nicht, dass die jetzt einfach auf die losstürzen. Dafür wird es jetzt zu ernst. Ich speichere nochmal zwischendurch.
Okidok. Zwei Fulminikti auf die loskriegen. Ziel der Schuss ist auch nie falsch. Ja, das waren gerade die Babys. Diese Spinnen, die einem bis ans Knie gehen, waren die Babys. Das ist auch krass. Rolana liegt auch gerade bewusstlos. Also immerhin kommt die wieder, aber schon krass. Eines Tages werde ich fähig sein, dieses Spiel zu spielen, ohne dass die Taskleiste ständig. Machen wir mal zwei Wutschläge hintereinander. Manierwerfen hinkriegen. Bam. Ah, nicht schlecht. Wie viel hat die überhaupt? 150. Das ist relativ erwachsen. Also für unsere Verhältnisse gerade so schlecht ist das nicht. Oh, Erolana, kack mir jetzt bitte nicht ab. Das ist noch so wenig. Komm. Noch zwei. Komm, das kriegst du hin. Ein. Noch einen. Komm. Komm schon. Sehr nice. Okay. Es ist, also es läuft wirklich auch so vom Kampf her und wie die. Oh, das war ein Wildschlag. Ach, erschwert um 8. Mut 15. Ach, das hat's mich gekostet. Mist, knapp. Seidendrüse nehmen wir. Und guckt mal, wer hier ist. Ein roter Schlächter. Kultist und der Rumpf der Statue. Yes. Wir haben das Buch, wir haben die Statue, wir haben alles gefunden, was wir wollten. Was ich aber jetzt noch interessant fand, ich habe gesehen, da war ein Auftragszettel dabei und das will ich mir dann doch mal beglubschen. Wo ist der? Sehe ich nicht, das ist die Zeitung. Da ist er. Ich befehle dir im Namen des Drachen, nimm dieses Päckchen mit Amöbensporen und platziere es tief in den Gewölben unter dem Tempel der Hesinde. Pass aber auf, dass dir nichts passiert. Ich brauche dich hier noch. W. Ja, das hat ja geklappt. Und der zum Henker ist W. Pass auf, dass dir nichts passiert. Nein. Oh. Stirbt sofort. Das ist auch schlau. Ich frage mich, warum der überhaupt hierher kommt. Also, er streut die Amöbensporen. Die kann er nicht hier gestreut haben, nehme ich mal an, oder? Die müssen ja eigentlich schon im Hesindekeller gewesen sein. Und dann denkt er, oh, ich guck mal, da geht nur eine Treppe nach unten. Mal gucken, wo die hinführt. Ich bin komplett falsch, oder? Dreimal im Kreis gelaufen jetzt. Was zum Arsch? Ich konnte das mal. Okay. Glaube ich. Ich kannte das mal. Ich bin das. Ich habe das so lange nicht gespielt. Ich bin das mal einfach so. Nur so durchgelaufen, weil ich den Weg total kannte, kein Problem. Und habe das jetzt aber so lange nicht gemacht, dass ich jetzt mich in dieser kreisrunden Höhle verirre. Das ist ja mal gut gemacht hier. So kann es gehen. Mein Orientierungssinn ist nicht der beste. Jetzt habe ich aber gerade gezuckt, aber sind das nur irgendwie so tanzende, was? Fledermäuse oder Motten oder so ein Scheiß? Da bin ich hergekommen. Was ist denn da? War ich da schon? Ist da jemand? Oder nur eine kleine Spinne zum Spielen? Nee, niemand da. Nichts und niemand. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich kann hier gern jetzt wieder raus. Und ich brauche dringend Bolzen, Leute. Wir gehen jetzt irgendwie sofort zur fucking Werkbank und bauen uns ein paar Bolzen, wenn wir hier wieder raus sind. Müsste ja eigentlich alles erledigt sein. Wir haben jetzt alle Teile der Statue. Wir haben alle Amöben gekillt. Oder? Ja. Das haben wir auch gekriegt. Und jetzt müssen wir nur noch nach oben. Und das ist jetzt halt wieder das Beispiel, wo Drasa 1 echt nervt. Kommt ihr mal? Weil wir jetzt einfach den ganzen Scheiß zurücklaufen müssen. Respawn, wie gesagt, tun die nicht. Was ich ehrlich gesagt ganz gut finde, weil ich hasse das immer, wenn. Dann geht's da. Ich hasse es immer ein bisschen, wenn man so eine Queste erfüllt hat und dann ist man immer so. Ich weiß nicht, vielleicht. Oh, ups, doch nicht da lang. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber mir geht es halt dann immer so, wenn ich eine Queste abgeschlossen habe, bin ich immer so. Ah,
Uff, geschafft. Also ich bin dann immer so eigentlich ein bisschen so im Feierabendmodus, sage ich jetzt mal. Ich bin dann immer so ein bisschen gut, jetzt ist fertig, jetzt ist geschafft. Und wenn ich mir dann noch den Weg zurückkämpfen muss, dann werde ich relativ ungehalten. Also da bin ich so relativ, oh nee, nicht das jetzt auch noch. Man könnte Karten benutzen, wenn man möchte. Zum Beispiel, dass es hinter mir einen Aufgang gab. Oder? Oder war das dieser Abgang? Getarnt als Aufgang. Ja, war es. Das ist ein Ab, nicht ein Auf. Je. Leute, ich bin eine Axt und eine Axt wird nicht bezahlt zum Denken. Oh, da läuft der Kleine rum. Das haben wir doch schon gehört. Das ist der Knirps. Halt aus, wir eilen zur Hilfe. Ich meine, wir wurden zwar fast gefressen von irgendwelchen Viechern, aber hey. No, Piggy, wir haben dein Buch. Obwohl, sogar wenn ich ihm das, glaube ich, so sagen würde, würde er das nicht verstehen. Ich meine, er ist Hesinde, Novize, Hesindepriester. Denen ist das scheißegal, wenn ich sage, hier, ich habe das Buch aus irgendwelchen Amöben aus den ekelhaften Tentakeln gerissen. Dann findet er das wirklich schön, aber er findet es bestimmt nicht unverhältnismäßig. Das sind einfach diese Buchnarren hier, die Hesindianer. Halt, komm her! Ruhe! Ihr seid es wieder. Hattet ihr mehr Glück bei der Suche als ich? Du meinst, weil ich nicht ein Feigling bin, der sich im Gegensatz zu dir in Amöben infestierte Keller traut? Ja. Es ist dieses Buch hier. Beisinde, ihr habt es gefunden. Wo war es denn? Ich meine, ich habe hier doch überall gesucht. Aber nicht bei den Amöben, Schatziputz. Es befand sich noch unten. Wahrscheinlich wurde es in der Eile vergessen. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch die drei anderen Schriften finden, um die mich Meister Dorian bat. Doch die werde ich schon alleine finden. Hier, nehmt dies als kleine Geste. Ein altes Rezept, mit dem ich leider nichts anfangen kann. Es war ein Geschenk der alten Auralia. Wisst ihr, ich hatte einmal gegen. Ich bin überzeugt, ihr habt es euch redlich verdient. Leider muss ich jetzt weiter. Habt Dank für das Rezept. Wir lassen uns von nichts und niemandem zulabern. Außer von irgendwelchen unbedarften Let's Playern. Das geht. Das ist nicht schlimm. Das kann man mal machen, finde ich. So, wenn ich richtig geguckt habe, können wir da abbiegen. Ja, gucke mal. Und da können wir unsere Waffen jetzt auch wieder einstecken. So viel zu wenige Bolzen. So. Ich meine, das ist, ich glaube, bei dem Spiel nicht so tragisch. Die Leute reagieren nicht wirklich auf einen oder auch negativ oder so. Anders als zum Beispiel in Skyrim, aber ich finde es trotzdem irgendwie scheiße, wenn die mit gezogenen Waffen in einem Tempel stehen. Ich finde das nicht witzig. Finde ich nicht gut. Okay, wenn mich nicht alles täuscht, wird das jetzt ein bisschen cool. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder erst später. Egal, egal. Hesinde sei gepriesen. Ihr habt wahrhaftig alle Fragmente geborgen. Lasst uns sogleich die Zeremonie der Wiedererstehung ausrufen, auf dass die Fragmente wieder geeint und das Schweigen des Orakels abermals gebrochen wird. Es wäre mir eine Ehre, der Zeremonie beizuwohnen.